Hallo Leute, hier ist Fabian. Herzlich willkommen beim Tech Talk und heute zeige ich euch Universal Control, im Deutschen von Apple auch nahtlose Steuerung genannt. Und dabei handelt es sich um ein neues Betriebssystem-Feature von macOS und iPadOS, mit dem ihr von eurem iPad euren Mac steuern und Dateien austauschen könnt und umgekehrt. Und ich sage euch jetzt schon, das ist vielleicht eins der coolsten Features, welches Apple in langer, langer Zeit veröffentlicht hat. In diesem Video beantworte ich folgende Fragen. Was ist Universal Control überhaupt? Wie richtet man Universal Control ein? Welche Geräte unterstützen Universal Control? Welche Einschränkungen gibt es? Wie flüssig läuft diese nahtlose Steuerung? Los geht's! Wir beginnen mit der Frage, was ist Universal Control? Also, Universal Control erlaubt euch unterbrechungsfreies Steuern und Arbeiten von einem Mac zum iPad und umgekehrt. Also ohne, dass ihr Tastatur, Trackpad oder Maus wechseln müsstet. Sprich, ihr habt beispielsweise ein MacBook. Bewegt ihr den Cursor über das Trackpad eures MacBooks an den Rand des Displays und anschließend darüber hinaus, schwupps, ist der Cursor auf dem iPad. Und das funktioniert auch in die andere Richtung, also sprich, ihr sitzt an eurem iPad mit Magic Keyboard, bewegt den Mauszeiger auf dem iPad mit dem Magic Keyboard Trackpad an den Rand und dann darüber hinaus, schwupps, ist der Mauszeiger eben auf dem Mac. Und schon könnt ihr das andere Gerät ganz normal bedienen. Das Ganze funktioniert aus einer Kombination aus AirPlay und Bluetooth. So könnt ihr beispielsweise mit derselben Tastatur in einer App auf dem Mac schreiben und anschließend in einem anderen Programm auf dem iPad. Außerdem gibt es bei Universal Control Drag and Drop bei Dateien, sprich ihr könnt Dateien, Fotos, Videos, Texte, was auch immer, von einem Gerät auf das andere schieben. Das ist natürlich super praktisch, da ihr so nicht immer einen AirDrop anstoßen müsst, sondern einfach eine Datei von einem Desktop auf den anderen Desktop ziehen könnt. Kommen wir zur Frage, wie man Universal Control einrichtet. Im Grunde gar nicht, denn es funktioniert vollkommen automatisch, so wie man es von Apple eigentlich kennt, wenn ihr ein iPad und ein Mac nebeneinander platziert. Einzige Voraussetzung, ihr benötigt macOS 12.3 und iPadOS 15.4. Zum Zeitpunkt der Videoerstellung hier, da waren die beiden Betriebssystemversionen noch in der Beta-Phase, sprich, da können schon noch Bugs auftreten. Wen das jetzt nicht schreckt, ich packe euch die Links zur Public Beta auf jeden Fall auch in die Beschreibung. Ansonsten dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis die Versionen auch ganz normal erhältlich sein werden, vermutlich im März. Ich rate auf jeden Fall allen dazu, prinzipiell abzuwarten, bis die Testphase vorbei ist, sämtliche Bugs behoben sind und die Betriebssystemversionen offiziell veröffentlicht werden. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr Universal Control nutzt, auf den beteiligten Geräten auf jeden Fall mit demselben iCloud-Konto angemeldet seid. Zwei-Faktor-Authentifizierung, die muss ebenfalls aktiviert sein, genauso wie Bluetooth, Wi-Fi und Hand-Off. In der Regel funktioniert die nahtlose Steuerung, sobald ihr auf macOS 12.3 und iPadOS 15.4 aktualisiert habt. Eben einfach, indem ihr den Cursor von dem einen Gerät an den Rand des Displays und anschließend darüber hinaus bewegt. Aber gerade während meines Beta-Tests, da kam es dann auch häufiger mal vor, dass die Geräte zueinander die Verbindung verloren haben. Was dann hilft? Dann könnt ihr beispielsweise auf dem Mac in die Display-Einstellungen gehen, dort auf Display hinzufügen klicken und dort wählt ihr dann Tastatur und Maus verbinden mit iPad. In diesem Einstellungsmenü, da könnt ihr dann auch einstellen, an welcher Seite des Displays der Cursor auf das andere Gerät übertreten soll. Je nachdem, ob ihr die Geräte eben nebeneinander oder übereinander bzw. hintereinander platziert habt. Ja, welche Einschränkungen gibt es? Also grundsätzlich funktioniert die nahtlose Steuerung auf dem Mac etwas besser, einfach weil macOS ausgereifter, offener ist und grundsätzlich mehr Möglichkeiten bietet. Wenn ihr Dateien vom Mac auf das iPad verschiebt, dann müsst ihr beachten, dass ihr die Dateien nur in Apps verschieben könnt, welche diese Dateien auch unterstützen. Beispielsweise könnt ihr Dateien in die Dateien-App auf dem iPad ziehen oder Fotos und Texte in die Notizen-App.
Ihr könnt nicht einfach Sachen auf den Homescreen des iPads schieben, einfach weil iPadOS solche Sachen nicht vorsieht. Beim Mac könnt ihr Sachen einfach rüberziehen, fast egal wohin, ist überhaupt kein Problem, zum Beispiel auf den Schreibtisch oder einen anderen Ort im Finder oder in eine E-Mail oder in die Notizen-App. Das ist in der Regel überhaupt kein Problem. Was nicht geht, leider klappen mehr Fingergesten vom iPad-Trackpad nicht auf dem Mac. Umgekehrt funktionieren mehr Fingergesten, welche man mit dem Mac-Trackpad durchführt, aber wunderbar auf dem iPad. Was auch nicht geht, Universal Control funktioniert nicht mit dem Apple Pencil und lässt sich auch nicht auf das iPhone erweitern. Und weiterhin ist es so, dass ihr für Universal Control zwingend einen Mac braucht. Ihr könnt also nicht zwei iPads über Universal Control bedienen. Was aber geht? Ein Mac und zwei iPads. Denn Universal Control funktioniert mit bis zu drei Geräten. Was ebenfalls geht? Zwei oder drei Macs ohne iPad. Universal Control funktioniert sogar mit Intel Macs, solange sie macOS Monterey 12.3 unterstützen. Die kompletten Systemvoraussetzungen, die blende ich euch jetzt ein. Also, was ist mein Fazit zur nahtlosen Steuerung? Also zunächst einmal, man merkt schon noch, das Ganze ist noch in einer Beta. Es gibt schon noch regelmäßig Verbindungsabbrüche und kleinere Abstürze. Daher solltet ihr in den Einstellungen als kleinen Tipp auf jeden Fall auch darauf achten, die Option zu aktivieren, dass sich euer Mac und iPad automatisch wieder verbinden sollen, wenn vorher schon mal eine Verbindung bestanden hat. Auch der Transfer von Dateien hat bei mir nicht immer zuverlässig geklappt. Da hat der Transfer einfach nicht immer eingesetzt, obwohl das Symbol eingeblendet war. Solltet ihr zudem häufiger mal Probleme mit Universal Control haben, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auch einen Neustart der beteiligten Geräte. Aber es ist ja auch noch eine Beta, wie gesagt, und Apple wird diese Probleme auf jeden Fall noch in den Griff kriegen. Was aber auf jeden Fall jetzt schon sehr beeindruckend ist. Universal Control funktioniert quasi aus dem Stand, ohne große Einrichtung und meist ohne Verzögerung. Den Mauszeiger oder die Tastatur geräteübergreifend zu verwenden, ist super praktisch, wenn man iPad und Mac auf dem Schreibtisch nebeneinander stehen hat und regelmäßig verwendet. Ein großer Vorteil ist nämlich beispielsweise, wenn ihr nur eine Maus habt, diese nicht irgendwie neu koppeln müsst per Bluetooth mal mit dem einen Gerät oder dem anderen. Einfach super praktisch. Und es ist schon ziemlich cool, wenn man einfach so Fotos, Videos und andere Dateien von einem Gerät auf das andere schieben kann. So muss man dann beispielsweise auch nicht immer zu einer anderen Maus greifen, zu einer anderen Tastatur, zu einem anderen Trackpad oder gar das Display erweitern oder zu AirDrop greifen. Das ist schon alles sehr praktisch. Das Coole ist auch, die nahtlose Steuerung funktioniert, wie ich vorher schon gesagt habe, mit bis zu drei Geräten, wenn man denn so viele hat. Zusammenfassend kann man sagen, Universal Control bietet euch die Möglichkeit, Maus und Tastatur von einem Gerät gleichzeitig auf bis zu zwei weiteren Apple-Geräten zu nutzen. Und dann gibt es ja noch Sidecar, welches euch erlaubt, macOS auch auf einem angeschlossenen iPad zu nutzen bzw. den Bildschirm des Macs quasi auf das iPad zu erweitern. Beide Features sind schon ähnlich, aber eben nicht identisch. Man kann sie auch nicht gleichzeitig nutzen. Wird Universal Control meine Art zu arbeiten verändern? Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Ich persönlich arbeite meist noch am schnellsten, wenn ich alles auf einem Bildschirm habe. Außerdem würde ich mir auch noch weitergehende Steuerungsmöglichkeiten wünschen. Beispielsweise, wenn ich ein Browserfenster auf dem iPad, auf den Mac ziehe, dass es dann eben auf dem Mac dieses Browserfenster auch öffnet. Oder dass der Ton der Kopfhörer ebenfalls immer automatisch mitwechselt. Wenn ich mir beispielsweise ein Video anschaue auf dem iPad und dann anschließend wieder auf dem Mac den Ton brauche, die AirPods wechseln automatisch den Ton auf das iPad, aber der Rückwechsel zum Mac, der funktioniert nicht ganz so toll, weil da muss man immer nochmal einen extra Button für drücken. Was ich auch vermisse, dass ich wirklich auch mal ein Fenster einfach so rüberziehen oder ein Video abspielen kann, ohne dass ich direkt die Bildschirme synchronisieren muss oder eben Sidecar nutzen muss. Zum Beispiel, indem sich dann einfach die entsprechenden Apps automatisch öffnen. Aber für solche Anwendungsgebiete sieht Apple dann doch eher Sidecar vor. Alles in allem ist Universal Control jetzt schon ein ziemlich cooles Feature. Ich hoffe, dass Apple das hier im Laufe der Zeit noch ein bisschen erweitert und ein paar Verbesserungen einführt. Schreibt doch eure Eindrücke und eure Meinung zu Universal Control gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bleibt gesund und macht es gut. Euer Fabian.